Ausgangspunkt des Papiers sind die Krisen, die großen Krisen und zuvorderst die ökologische Krise. Die Art und Weise, wie der reiche Teil der Welt lebt, ist auf Dauer nicht durchhaltbar und muss sehr schnell verändert werden. Das bedeutet, es braucht eine schnelle Reduktion der Treibhausgasemissionen und eine schnelle Reduktion des Verbrauchs nicht erneuerbarer Rohstoffe. Und dieser Prozess kann aber nur gelingen, wenn er gleichzeitig einerseits sozial durchgeführt wird, das heißt nicht einigen das Recht gibt, einfach weiterzuprassen und anderen praktisch neue ökologische Knappheiten aufzuzwingen. Und zweitens, wenn es als ein Prozess geschieht, der demokratisch und unter starker Beteiligung der Menschen stattfindet. Nur dann hat ein tiefgreifender ökologischer Wandel auch eine Chance, emanzipatorisch zu sein. In dem Papier bearbeiten wir drei Dimensionen des sozial-ökologischen Umbaus: die ökologische, die soziale und die demokratische Dimension. Entscheidend ist, dass der notwendige ökologische Umbau am Ende nicht im kollektiven Frieren für die Ärmsten mündet. Auch deswegen machen wir uns in diesem Papier sehr stark für garantierte soziale Rechte, also Rechte, die man sich nicht verdienen muss, sondern die man einfach hat und die auch für jeden gewährt werden. Und zu sozialen Gerechten gehört zum einen das Recht auf Teilhabe an der Gesellschaft, auf Existenzsicherung, Zugang zu Bildung und zur Erwerbsarbeit. Das ist für uns zum einen eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, das ist aber zum anderen auch eine Frage der Demokratie, denn wenn man unter Demokratie heißt ja auch, dass alle sich beteiligen können und das setzt eine materielle Grundabgesichertheit voraus und ganz unabhängig davon, ob man ein großes Vermögen geerbt hat, aber auch unabhängig davon, ob man auf dem Arbeitsmarkt Erfolg hatte. Eine der ganz zentralen Fragen in diesem Papier zum Thema energetischer Umbau ist, bleiben die Strukturen zentral? Das heißt, sind es Strukturen, die den großen Energieoligopolen weiterhin zur Verfügung stehen und nur durch sie genutzt werden? Oder schaffen wir es, die neue Energieversorgung mit den erneuerbaren Energien auf eine dezentrale Struktur umzustellen? Das ist die Gretchenfrage der Energiewende, denn eine dezentrale Struktur heißt auch, dass die Kommunen, die Regionen davon profitieren, dass die Energie dort produziert wird, wo sie auch verbraucht wird. Das heißt, wir brauchen hunderte von Kilometern von Netzen nicht zu bauen, was auch wieder eine Kostenfrage der Energie ist. Und die Nutzung vor Ort heißt, dass die Wertschöpfung der Energien auch vor Ort genutzt werden kann für soziale Projekte, für Infrastrukturprojekte. Und dass die Energie dort produziert wird, heißt auch, dass sie mitbestimmt werden kann von den Bürgerinnen und Bürgern, dass die Entscheidungen transparent sind. Und es ist ein Stück Demokratisierung auch einer neuen Energiestruktur. Aus meiner Sicht ist das neue ISM-Papier aus fünf Gründen wichtig. Das eine ist natürlich ganz klar, es gibt einen energetischen Imperativ im Sinne von Hermann Scheer, dass wir dringend sozial-ökologische Fragen bearbeiten müssen und dass der Umbau des Energiesystems ganz zentral ist. Der zweite Grund ist aus meiner Sicht, dass sich an der Energiefrage entscheiden wird, wohin sich die Weltgesellschaft entwickelt. Gibt es einen öko-autoritären Business as usual, dass es eine zunehmende Konkurrenz gibt um Ressourcen und eben auch um energetische Ressourcen? Gibt es einen neoliberalen Green New Deal, der sich nicht besonders um die Weltverhältnisse schert, sondern in den kapitalistischen Zentren versucht, einigermaßen lebbare Lebensverhältnisse zu schaffen? Oder gibt es eine weitergehende sozial-ökologische Transformation? Der dritte Punkt, warum ich ihn für wichtig halte, ist, wenn wir es schaffen, in der Energiefrage politische Erfolge zu erzielen, dann können wir auch gesellschaftlich endlich mal wieder zeigen, als breite, plurale Linke, dass gegen die Neoliberalen und auch gegen konservative Kräfte, gegen autoritäre Kräfte Gewinne erzielt werden können in diesem wichtigen Feld. Der vierte Grund, warum ich das Papier für sehr, sehr wichtig halte, liegt darin, dass wir unbedingt innerhalb der Linken eine rot-grüne Position, man könnte auch sagen eine lila-rot-grüne Position, wie Christa Wichterich formuliert hat, die eben auch feministisch ist, formulieren müssen, dass die Spektren noch weit getrennt sind und da ist das ISM-Papier enorm wichtig.
Und der letzte Grund, warum das Papier strategisch wichtig ist, wenn wir es schaffen, in einem Land wie Deutschland die Energiebasis und auch andere Lebensverhältnisse grundlegend emanzipatorisch, demokratisch, solidarisch umzubauen, dann sind wir dafür Modell in der Welt. Bisher sind wir Modelle in der Welt dafür, dass es einen fossilistischen, industrialistischen, imperialen Entwicklungsweg geht, der in vielen Aspekten von Südländern kopiert wird. Und wenn wir das verändern können, dann ist viel erreicht.